Vor vielen, vielen hundert Jahren lebte eine schöne Prinzessin in einem großen Schloss. An ihrem 17. Geburtstag ging sie in einen großen Turm. Dort sah sie ein Spinnrad. Und da die Prinzessin schon immer mal spinnen wollte, setzte sie sich hin und starrte sich aber dabei versehentlich an der Spindel und fiel in einen hundertjährigen Schlaf. Um das große Schloss und den Turm wuchs eine riesig große Rosenhecke. Sie wurde von Jahr zu Jahr höher und höher. Viele Prinzen kamen angeritten und wollten das schöne schlafende Dornröschen wecken. Aber es mussten erst 100 Jahre vergehen, so dass der Zauber erlosch. Und so kam nach 100 Jahren ein wunderschöner Prinz dahergeritten und ging zu dem Turm. Er schlug sich durch die Rosenhecke, die Rosen wichen zur Seite und er fand das schlafende Dornröschen dort im Turm liegen. Der Prinz küsste die Prinzessin und unser Dornröschen erwachte. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann heiraten sie noch heute. Ja.